So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar von McCain 2x9 Street Fries, ja, Straßenkühlschränke, nein, aber Straßenpommes, nämlich, ich drehe das einmal ganz kurz um und zeige euch, dass wir hier Street Fries haben, einmal rot, einmal grün, das sieht auf jeden Fall sehr genial aus und was das genau ist, werden wir euch jetzt noch zeigen. Wir haben nämlich einmal Street Fries Smoked Barbecue Beef mit, ich weiß gar nicht, da steht gar nichts weiter da. Wir haben Street Fries Veggie Chili Mild, ja. Veggie Chili Mild, also vegetarisches Chili mild gemacht. Und das Gute ist, ihr könnt das hier irgendwie so aus der Schale rausnehmen. Alles hier irgendwie so zusammengepappt, egal. Eigentlich will ich ja die Packung nicht kaputt machen. Ich müsste mal gucken, weil das ist hier irgendwie alles dran geklebt. So. Dann habt ihr nämlich die Packung hier lose. Ihr habt hier diese Schale mit Pommes. Ihr habt hier noch Topping dabei, wie es da steht. Und ihr habt Soße, einen Soßentopf, einen Soßenbehälter. Ein Unboxing-Video mit Pommes. Das ist der Soßenbehälter. Das sind die Pommes. Und das ist das Topping, was ihr dann da drauf macht. Jetzt ist das natürlich alles irgendwie gefroren. Also keine Ahnung. Wie macht man das jetzt? Man kann das irgendwie, glaube ich, in der Mikrowelle warm machen. Hier steht was mit Schalen und Topping entnehmen. Pommes gleichmäßig in Schale verteilen. Kräuter, Topping beiseite legen und auftauen lassen. Dann Mikrowelle 6 Minuten oder Backofen 22 Minuten und dann die Soße und das Topping über die Pommes gießen. Ja? Ist das in 10 Minuten aufgetaut? Ich weiß es nicht. Egal, wir probieren das einfach aus. Das nehmt ihr also auch zusätzlich noch raus. Verteilt also diese Pommes. Stellt das alles in den Ofen. Ich glaube, im Ofen ist es wahrscheinlich sinnvoller. Denn ich habe ja noch die zweite Schale. Ich muss ja auch die hier, diese Veggie Chili Milch, die muss ich ja auch noch machen. Das heißt, wir wühlen uns jetzt mal hier durch. Abi! Nein! Ich muss mal kurz den Abi noch wegzerren. Gut, das sieht jetzt natürlich nicht so gut aus. Ich habe mir nämlich zu den Pommes, habe ich mir eigentlich hier Burger geholt, Chili-Burger vom Lutz. Das sind hier zwei Chili-Burger eingepackt, 1 und 2. Und ihr seht, der hat jetzt einfach die komplette Verpackung aufgefressen. Alles hier zerteilt, alles sieht aus wie Mist. Jetzt hat er natürlich die halbe Alufolie mitgefressen und gut. Das stellen wir aber beiseite, nämlich hier rüber und gucken jetzt weiter, damit er gleich doch mal rangeht. Wir haben jetzt hier Veggie. Das müssen wir auch aufmachen. Ich muss es jetzt in der Rückhand behalten, was der da macht. Da sehen die Toppings genauso aus, aber ihr habt hier, ja, Veggie Chili irgendwie, keine Ahnung. Was ist der Unterschied? Das sieht alles genau gleich aus. Gut, das ist ein bisschen dunkler hier auf der Kamera, das ist ein bisschen heller. Das nehmen wir also auch raus, verteilen das auch noch und ich würde sagen, wir hauen das jetzt alles in den Ofen. Diese Schale in den Ofen gehauen, dann die zwei Soßen in den Ofen gehauen, die Toppings dann drauf verteilt und mal gucken, ob man dann den Unterschied noch merken zwischen den Smoked Barbecue Beef und den Veggie Chili und dazu dann die Chili Burger. So, ich bin wieder zurück, ne? Die Pommes sind eigentlich fertig, aber ich will euch mal zeigen, was wieder mal passiert ist. Ohne viele Worte. Guckt euch erstmal das an. Sieht das nicht lecker aus? Das sind die vier Burger, die ich mir beim Imbiss Lutz geholt habe. Döner Lutz Imbiss, Imbiss Döner Lutz. Die wollte ich eigentlich jetzt essen als Beilage, denn eigentlich ging es ja um die Pommes. Aber guckt euch die Pommes an. Das stand jetzt im Ofen, alles schön zubereitet. Ich habe mich am Dip orientiert. Der Dip war gefroren. Der Dip war immer noch gefroren, der Dip war sowieso gefroren. Während der Dip so gefroren war,
ist die Packung schon drumherum immer dunkler geworden. Der Papp hat halb angefangen zu brennen. Die Pommes sind schon halb verbrannt und verschmort, während der Dip immer noch gefroren war. Jetzt habe ich keine Ahnung, das ist die ganze Zeit schon das Problem mit dem Ofen. Naturin würde sagen, der verschmierte Ofen ist einfach defekt, hat irgendeine Macke, egal was ich mache. Es sieht jedes Mal so aus. Ich wollte das Video jetzt schon abbrechen, wollte gar nichts machen, aber ich wollte es doch nur probieren, wie das schmeckt. Ich glaube, der Dip ist sogar jetzt fast gut, ne? Den kann man nochmal in die Mikrowelle packen. Ich werde mir jetzt diese Pommes hier nehmen und werde die alle aussortieren in diesen Teller. Und wenn ich dann das alles sortiert habe in den Teller und die guten Pommes raus, ihr wisst, wie bei Aschenputtel, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, aber nicht, dass ich die fress, sondern ich sortiere das ein bisschen aus und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was dippen können, aber ich muss den Elektriker anrufen, beziehungsweise den Vermieter anrufen. Der Elektriker war ja schon mal da und hat gesagt, Junge, irgendwann explodiert die Wohnung, da ist überall Überspannung da, Bruder. Und der Vermieter muss sich kümmern. Irgendwie ist, glaube ich, nichts passiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir was zu essen mache, kann es sein, dass die Wohnung abbrennt. das ist sehr gut. Wir sortieren jetzt mal die Pommes aus und gucken dann mal, ob wir da noch was retten können. Nee, wie macht brennenden Tanne mal? Ich weiß es nicht. So, wir haben es jetzt aussortiert, ne? Die Laune ist gleich wieder besser, denn es ist sogar noch was übrig geblieben, wenn ihr euch das anguckt. Das ist jetzt der Teller mit den Pommes. Das hier ist der Ausschuss, der halt wirklich dann ein bisschen schwarz war. Das heißt, das können wir gleich aus dem Fenster kippen, wenn es sein muss. Hier Pommes, hier diese zwei. Ich stelle das mal hier zur Seite. Normalerweise kippt ihr das ja drüber, ja? Wollen wir das jetzt drüber kippen? Wir haben auch noch die Tütchen, oder? Diese Tütchen sind doch auch noch da. Mit das Topping, was ihr eigentlich da drauf packt, die Soße über die Pommes kippt und das Topping dazu, das ist jetzt alles hier Zwiebelchen und Schnittlauch oder wie das aussieht. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich werde das jetzt ohne das Topping erstmal probieren. Ich habe hier diese zwei Schälchen sozusagen. Das eine ist also, das eine ist Smoked Barbecue Beef. Das müsste hier das dunklere sein und das andere das hellere, das Veggie Chili Mild. Das sieht irgendwie, das sieht ja schon fast gut aus, ja? Wenn man das so hinstellt, könnte man denken, dass das so sein muss. Dass das hier steht und die Burger stehen einfach dahinter. Dann ist das eine feine Sache. Die Burger müssen sich Platz machen. So, wir bauen das mal kurz auf. Einfach nur fürs Bild. So, so, so. So sie sau. So sieht das doch gut aus, oder? Fürs Thumbnail. Jetzt müssen wir das aber hier vorschieben. Wir verzichten jetzt mal auf die Burger. Wir nehmen uns jetzt mal hier das Veggie Chili Mild. Nehmen mal eine Pommes, tunken. Das ist halt, das ist halt weder knusprig, noch fest, noch irgendwas. Das ist halt Pommes aus meinem Ofen. So, wir tunken das jetzt mal hier in das Veggie Chili Mild. Merken, dass es ganz komisch schmeckt. Schmeckt eigentlich wie eine Tomatensoße für Nudeln mit ganz viel Grünzeug dran. Da ist auch Mais dabei, irgendwas. Ja, ist trotzdem komisch. Es bleibt halt nicht wirklich an den Pommes dran. Es ist einfach eine schmierige, komische Paste an den Pommes. Da kann ja eigentlich eh nichts dran bleiben. Die sind ja auch einfach nur schmierig und lapprig. Wir probieren mal hier dieses Barbecue-Zeug. Smoked Barbecue Beef. Hat auf jeden Fall einen kräftigeren Geschmack. Hier könnt ihr sogar ganze Soßennäpfchen rausnehmen. Boah, da war sogar jetzt was Knuspriges dabei. Man glaubt es kaum. Also Geschmack ist da. Im Großen und Ganzen trotzdem eine richtig räudige Mahlzeit. Ich freue mich eigentlich jetzt auf die Burger. Ich glaube, ich kipp das trotzdem jetzt drüber. Ich schmeiß das mal hier hin. Euch packe ich jetzt mal hier hin. Das mache ich mal hier runter. Das heißt,
Wir versuchen, das jetzt hier drauf irgendwie zu verteilen. Machen wir halt auf die eine Seite das. Auf die andere Seite gibt es halt dann das andere, sozusagen. Wird das da drauf verteilt. So, da kann man eigentlich mit dem Messer oder der Gabel oder so, kann man bestimmt noch irgendwas draus machen. Bis da noch mehr rausgeht. Das reißen wir mal auf. Keine Ahnung, wie man das jetzt am besten drauf verteilt. Da kommt eigentlich die ganze Zeit nur Wasser rausgetropft. Weil das eben alles so... Ey, wer hat sich sowas ausgedacht? Das ist doch der größte Bockmist. Hier, komm mal raus, Bruder, verteile dich. Wie soll man das vernünftig da rauskriegen? Das bleibt doch alles innen drin hängen und ihr schmiert das immer nur hin und her. Da wird der größte Teil einfach nur mit weggeschmissen. Ja, fliegt noch in die Kamera, genau. Also irgendwie ist das mit den Tütchen auch richtig beschissen, aber ich nehme mir mal die andere. Ich mache die auch einfach in der Mitte auf. Jetzt geht's nicht mal. War wahrscheinlich die falsche Seite. Nehme das jetzt, versuchen das noch hier drauf zu verteilen. Immer hier rummatschen. Sieht fast aus wie ein richtig leckeres Gericht, ne? Wenn die Pommes nicht so ver... Wenn die Pommes nicht so... Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Pommes, Ausschuss, Soßenausschuss, alles Ausschuss. Also, es sieht gut aus, aber vergesst es. Man kann nicht mal sagen, dass man das nicht empfehlen kann. Es lag halt wirklich an dem Ofen. Ich melde mich erst in 10 Jahren wieder, wenn ich einen anderen Ofen habe. Obwohl der Ofen ziemlich neu war. Es sicherlich wirklich an der Elektronik liegt. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wunderbar. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall zu den Hamburgern da schmecken lassen. Die stehen ja immer noch da. Und ansonsten würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, glaube ich. Der Kampf gegen das Tütchen. Und da ist noch was rausgekommen. Beziehungsweise, dann können wir natürlich nochmal gucken, wenn wir jetzt was, wenn dieses frische, leckere Zeug da mit bei ist, wie das schmeckt, wenn wir davon was kriegen. Ich muss nur auch was erwischen. Am besten, man nimmt einfach einen Löffel und isst das einfach wie eine Suppe. Jo, das Grünzeug macht eine richtig gute Figur. Ich glaube, ich werde mir den Teller jetzt trotzdem aber in der Mikrowelle einfach nochmal warm machen und dann ist es halt noch mehr Matschepampe. Und dann alles irgendwie mehr schlecht als recht essen. Sorry, ich wollte eigentlich die Folge gar nicht mehr machen. Ich denke trotzdem, dass ihr auch mal seht, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass auch was schief gehen kann. Lade ich das, glaube ich, trotzdem hoch. Und damit ihr mich bemitleiden könnt. Oder vielleicht habe ich dann in der nächsten Fanpost, beim nächsten Fanpaket, schickt mir einfach jemand einen neuen Ofen und sagt, hier, bitteschön, so ein Barbie-Ofen, so als Spielzeug oder so. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.